Liebe Zuschauer, zum Abschluss unseres S3-Programms noch einmal letzte Nachrichten vom Tage. Der Nervenkrieg um Nicaragua hält unvermindert an. Das mittelamerikanische Land setzte auch heute die Mobilmachung seiner Streitkräfte fort. Auf US-Seite erklärten sowohl das Pentagon als auch das State Department die Maßnahmen der sandinistischen Regierung gegenüber alles hinaus, was für Verteidigungszwecke zu rechtfertigen sei. Drohungen der Sandinisten gegen Honduras oder El Salvador würden die USA sehr ernst nehmen. Sollten diese Länder angegriffen werden, so würde Washington jegliche Hilfe leisten. Zuvor hatte US-Außenminister Schulz versichert, die Furcht Nicaraguas vor einer militärischen Intervention der USA entbehre jeglicher Grundlage. 5 Angehörige der rumänischen Botschaft in Bonn haben heute die Bundesrepublik verlassen. Dies bestätigte Regierungssprecher Bönisch. Die Bundesregierung hatte in der vergangenen Woche die rumänischen Diplomaten offiziell zur Ausreise aufgefordert. Nach Zeitungsberichten wird den Diplomaten unter anderem vorgeworfen, einen Sprengstoffanschlag auf den amerikanischen Sender Radio Freies Europa in München und einen Raubüberfall auf eine rumänische Emigrantin geplant zu haben. Schwere Vorwürfe wurden gegen die sowjetischen Besatzungstruppen in Afghanistan erhoben. Danach sollen die Sowjets 450 muslimische Freiheitskämpfer standrechtlich erschossen haben, nachdem diese nach einem Gefecht die Waffen strecken mussten. Die Informationen stammen von westlichen Diplomaten in Neu-Delhi. Das Massaker soll vor rund 4 Wochen stattgefunden haben. Die Aufständischen hätten ihre Stellungen unbewaffnet und mit erhobenen Händen verlassen. Auf Befehl eines Offiziers der Sowjetarmee, der ein Exempel statuieren wollte, wurden sie sofort erschossen. Die Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und Österreich haben den schlechtesten Stand seit Jahren erreicht. Anlass ist ein Grenzzwischenfall, bei dem am 30. Oktober ein Flüchtling aus der CSSR auf österreichischem Staatsgebiet von tschechoslowakischen Grenzwachen erschossen wurde. Das Prager Außenministerium rief heute seinen Botschafter aus Wien zurück. In Wien denkt man derzeit darüber nach, wie man reagieren soll. Und nun noch die Wettervorhersage bis morgen Abend. In den Niederungen weiterhin gebietsweise Nebel oder Hochnebel bei Tagestemperaturen um 5 Grad. Sonst vor allem im Bergland heiter bis wolkig mit Tageshöchsttemperaturen um 11 Grad. Nachts Temperaturrückgang auf 4 bis 0 Grad, örtlich leichter Bodenfrost. Schwachwindig. Das waren die letzten Meldungen, meine Damen und Herren. Unser S3-Programm ist damit für heute beendet. Schönen Dank für Ihr Interesse und eine gute Nacht.